Wir sind beleuchtet. Die Brüder. Und spielen Super Metroid für Virtual Console auf der Wii. Was ist jetzt denn passiert? Du hast vermutlich auf die Knopf gedrückt. Ach, Classic Controller wird benötigt. Das ist das Problem. Man ist es gewohnt, die beleuchteten Brüder mit technischen Problemen. Das ist nicht der Classic Controller. Mit selbst erschaffenen technischen Problemen. Die Story ist, ich weiß nicht, ich kann es den Teil nicht zuordnen. Einmal fliegt sie auf den Planeten und räuchert alles aus und dann sind doch noch welche übrig und dann trägt sie eins in sich. German Text oder French Text? So, jetzt geht's auch schon los. So schnell steigt man hier nämlich in die Action ein. Ja, das war noch Zeit. Also nach Ballermann. Nach oben, nach unten. Kann ich nicht. Wie, ich baller doch nicht hier oben. Oder zu. Ja, weil du in den Schwanz angekämpft. Ich hoffe, dass es darauf ausgeht, dass ich sterbe. Das ist zu heftig. Wir sind die beleuchteten Brüder. Ist das schon wieder Mode 7? Wo ist denn das Mode 7? Oh, ich dachte, das ist von oben. Das die leuchten ein bisschen albern, oder? Halt mit Leidenschaft. Baller, schräg. Baller schräg. Aber er bedroht mich auch gar nicht wirklich. Nee, aber vielleicht wissen jetzt die Weltraumpiraten, dass du am Start bist. Select and press the Button. Und wie select ich? Als Morphing Ball vielleicht? Ah, das ist ja die Missile. Also. Ah, we select. Oh, das ist kein Missile-Ding. Die beleuchteten Brüder machen eine Pause. Die beleuchteten Brüder sind wieder da. Hm? Und wie ist Morphing Ball? Nach unten. Nochmal nach unten. Also jetzt nicht. Oh nein. Sorry. Entschuldigung, Welt. Warum dreht sie sich wohl permanent, auch wenn sie still steht? Ach du Kacke. Die explodiert wirklich unwahrscheinlich doll. Die waren nicht so leicht zu besiegen bei Prime. Boah, Alter, was willst du? Was willst du? Boah. Ich bin jetzt voll in die Stresswelt geraten. Ich wundere mich vorher, wie diese Geräusche kommen. Sie kommen aus meiner Bierflasche. Da kannst du raufspringen auf die. Oh ne, das tut mir leid. Das war eine Information. Siehst du, habe ich das eingesammelt. Und der ist ja. Wer? Der Mann da. Der war eben schon da. Den habe ich doch weggebannt. Das war ein anderer. Aber das sind auch ganz coole Moves, die du da hin und her machst. Ach doch! Schieß nochmal. Schieß nochmal. Oh. Meine Hand riecht nach Käsekreiner. Das war keine Käsekreiner, wo sind jetzt hin? Das kann ja trotzdem nach Käsekreiner riechen. Nein, das war nicht gut. Ich hab keine Missiles mehr. Richtig. Jetzt brauchst du Respawn der Enemies, die dir Missiles provieren. Aus was für unfassbar niedrigen Höhen diese Frau machen kann. So ist ja, so kann ja jeder. Aber sie kann sich ja auch in einen kleinen Ball rollen. Weil sie offenbar keine Wirbelsäule hat. Ja, aber es ist scheiße. Es ist zu Ende. Wir haben das Ende erreicht. Du kommst da nicht mehr raus. Ich sag mal, das Spiel ist zu Ende. Ja, ist aber ein gutes Spiel gewesen. Ja, super designte Scheiße. 1, 2, 3, 4, 5, wow. Ich habe das für großen Quatsch gehalten. Die Italiener. Die Italiener? Was halten die Italiener für Quatsch? Du musst es aufschießen erst, weil alles nur mit Gewalt geht. Alter, super. Du musst sie zerschießen, die Dinger. Der bringt dich um, Alter. Ich bin aber so gut wie am Leben. Du musst die Dinger zerschießen. Ja, wie soll ich das denn machen, wenn er nicht reagiert? Das ist wie Donkey Kong. Schieß ihm voll ins Herz aus nächster Linie. Du bist tot. Oder sie. Ja, sie, Samus. Fuck you. Ja. Aber nach Krateria? Wieso können wir jetzt uns woanders hin, was du aussuchen? Können wir nicht. Ich dachte, die Shoso haben mich gebaut und die kümmern sich um mich. Es ist Zeit, eine Pause zu machen, wo wir schon wieder in diesem Fahrspiel sind. Hallo. Willkommen zurück bei den beleuchteten Brüdern. Wir sind die beleuchteten Brüder. Ah, jetzt kannst du 10. Jetzt kann ich zwei Türen aufmachen.
Was sind das eigentlich? Sind das Projektile oder sind das... Was du schießt? Ja. Plasma. Waren wir da, waren wir schon. Nein. Das ist über Harry Potter. Das ist ja doof, wenn ein... Wenn Leute überleben, wenn man sie erschießt, dann schießt ja gar nichts mehr. Du bist gleich wieder dran. Wer sieht gar nichts mehr? Du. Warum? Wenn du der schlafende Bruder bist. Ich hab einen Langtag hinter mir. Energy Tank. Jetzt kann uns nichts mehr passieren. Ach, das sind hier die ganzen Freunde von aus Metroid. Links ist der dicke Cray, dieses Monster, diese Monsterbacke. Oben ist Ridley. Ja, kenne ich nicht. Das ist ein bisschen schade, dass Cray in keinem der. Heißt der Cray in keinem der Prime-Teile vorgekommen ist. Aber die waren ja auch alle schon tot. Ridley war ja nur wiederbelebt als Metallmonster. Aber so ein Metallfettsack wäre auch ganz gut gewesen, vielleicht. Aber hier ist fetzige Musik. Zu später Stunde ist nur noch ein Bruder unter euch. Ist gar nicht so spät, aber der Tag war lang. Das ist anstrengend. Da muss der Dickdarm erstmal mithalten. Wir sind die beleuchteten Brüder und es geht weiter mit dem hervorragenden Classic-Controller benötigten. Metroid Prime. Nee, Super Metroid. Das kennst du noch gar nicht hier, weil du eingeschlafen bist letztes Mal. Ich weiß überhaupt nicht, wo ich bin und wo ich hin muss. Da ist die Cafeteria rechts. Raus, schießt ihn mal da weg, der stört mich. Den kann man nicht schießen. Kann man an dem sterben? Ja. Der ist evil bitch. Die Kröten kann man erschießen, das sind Krabbenkröten, Krötenkrabben. M heißt einfach nur Mauer wahrscheinlich. Ach, hier war ich auch schon, das war alles richtig scheiße. Super Spiel. Ich soll die nicht erschießen. Ich glaube, er ist der einzige Lichtspender in diesem Raum. Es sind aber viele einzige Lichtspender in diesem Raum. Guck mal, das ist der schlimmste Raum. Aber jetzt macht ihr noch nicht weg. Aber es reicht ja noch. Hier ist ja noch ein Lichtspender. Hier kommen immer so unendliche, das ist Golden Gumba oder was. Wieso ballerst du in einer Tour? Willst du übernehmen? Nein. Eindeutig nein. Warum nicht? Ich schaue und genieße. Das ist überhaupt keine Bossmusik. Kannst du dich nicht ducken? Doch. Das wollte ich nicht. Wirklich nicht. Jetzt schieß doch. Mit Rakete. Ich kann aber auch einige Raketen in sich selber aufnehmen. Oha, jetzt ist er wütend. Und schnell. Aber er hat eine ganz schöne Toleranzgrenze, dass er erst jetzt anfängt wütend zu werden. Ja, stimmt. Was, du hast 9 Raketen in mich geschossen, jetzt werde ich aber langsam böse. Ich brauche ja gar keine Energie, weil da kann mir ja gar nichts. Ja, das ist so eine Kastanie. Ich bin der König der Kastanienwelt. Ja, wenn man Kastanien tötet, wird alles Kastanienfarsch. Das ist wie aus dem echten Leben. Weißt du, was doof ist? Dass die Items, wenn ich sie eingesammelt habe, immer noch Punkte sind. Warum verschwinden die nicht von der Karte? Weiß ich nicht. Wir können ja mal einen Beschwerdebrief schreiben. Hier brauche ich die Super Missile. Boah, die war so super, dass sie gleich die Kröten von dem Himmel geholt hat. Spring dich durch. Das ist ja ein bisschen so ein frühes Red Faction, ne? Du meinst die geile Physik-Engine, die dir erlaubt, alles zu zerstören. Wie hießen die noch? Geomod, ne? Dann vermute ich tatsächlich, dass man den Schadspiel mit diesem Spiel nicht braucht. Und dass man den nur optional finden kann, wenn man so wie ich ein findiger Fuchs ist. Guck mal, da sind Bauern. Ich mach mal die Bauern da weg. Ja, ich mach doch schon die Bauern weg. Die Bauern sind zu schnell! Wieso sind sie überhaupt Bauern? Aber laut Karte waren wir jetzt schon bei dem Item, siehst du es? Ja, das ist genau das Problem, das ich habe in diesem Spiel. Verabscheuungswürdiges Mistspiel. Hast du jetzt zwei Container? Nee. Ich habe nur einen Container. Jetzt habe ich 94 Energie. 74 Energie, weil der Rüpel echt was abzieht. Wenn ich jetzt über 99 komme, dann leuchtet die... Du verstehst es immer noch nicht, doch, oder? Doch, ich verstehe es, aber du hattest eben einen lila leuchtenden Launebär. Uah! Ja, guck mal, jetzt kann der Mann nicht an dich ran. Jetzt kommst du da noch nicht mehr raus. Stimmt! War das nicht irgendwie klar? Ich hab's noch ein bisschen in Absicht gemacht, um zu sehen, ob das geht. Ja, warum soll es denn nicht gehen? Der ist mein Freund. Siehst du? Ist ja noch
Organspender. Wieso hast du angehalten? Hab ich nicht. Ich war zu langsam. Vielleicht solltest du rennen. Kann ich nicht. Oh oh. Jetzt kommen wir hier nie wieder raus. Ja, geh nach links, geh da wieder hoch und lauf einfach. Kann ich nicht, es bringt nichts. Es ist genauso wie in dem anderen Level. Das Spiel ist zu Ende. Guck. Oh, da fahre ich noch schneller durch. Was, warum hast du das denn auch nicht geschafft? Wie, warum habe ich das nicht geschafft? Beim ersten Mal. Wieso bist du gerollt? Ja, warum soll ich nicht rollen? Na, weil du schneller rennst als ich. Nein, ich roll doch nicht. Guck mal, so. 21, 22. Für die ganze Strecke. 21, 22. Ha. Das ist ja wohl derbe, der Beweis. Ja, aber ich fürchte, jetzt ist das Tor wieder oben, wenn ich zurückkomme. Deswegen ist alles gut. Nein, geh doch wieder. Du schaffst das. Nein, es ist genau wie in dem anderen Stück, wo ich schon bald zu geschlafen habe. Oh, die Tür ist zu. Jetzt können alle Zeuge werden des erfolgreichen Fehlversuches. Was ist ein erfolgreicher Fehlversuch? Das werden wir gleich sehen. Vielleicht kann ich mich hinter dieser Kröte verstecken. So wie bei dem Schneemann bei Super Mario 64. Was soll das denn bringen? Der ist jetzt bestimmt nicht so schwer wie ich. Guck. Der noch nicht. Und ich soll jetzt laufen, sagst du? Ja, rennen. Okay. Wollen wir um was wetten vorher? Nein. Nein, wollen wir nicht. Lauf. Weil das nächste Bier holen muss. Alles klar. Okay, die nächsten ungefähr 9 Minuten dieses Videos werden darin spielen, dass wir in diesem kleinen... Ah, siehst du das? Siehst du das? Nicht weiter. Komm. Was soll ich sehen? Das da. Da ist das krass dünner. Nein, ist es nicht. Ein wohlgemeinter Rat scheitert aus. Das Feuerwerk. Ja. Wozu ist sie überhaupt da? Die muss doch irgendeine Funktion haben. Vielleicht ist hier irgendwo ein Loch im Boden. Könnte natürlich sein, das wäre sehr gut design. Oh, das war ja cool. Deswegen haben sie Metroid Pinball erfunden. Aber haben die auch vielleicht die stachelnde Bewandtnis? Ja, die tun mir weh. Das ist das erste Mal, dass die beleuchteten Brüder aufgeben müssen, weil das Spiel einfach nicht weitergeht. Und auch die Bauern. Hast du gesehen, wie er gezuckt hat? Ja, der wollte dich so dringend töten. Sag mal, wie hüpfen die überhaupt so? Das ist völlig gegen die Schwerkraft, was die da machen. Warum hast du denn zugemacht? Kateria, da waren wir schon mal. Wann waren wir denn da? Frag mich nicht, ich hab geschlafen. Wie soll man denn da hinkommen? Da links unten, in diesem Schlauch. Die sieht aus wie eine Zigarette. Wie wär's, wenn du dir jetzt nicht um diese Probleme Gedanken machst? Der andere gibt's nicht mehr. Wir können ja auch ein kurzes Video mal machen. Ja, oder wir erzählen vielleicht ein paar Witze. Was sagt der Schönheitschirurg während der Operation zu seinem Assistenten? An dieser Stelle leider abbrechen. Können Sie mal bitte eben kurz die Fresse halten?